Und die Bedienungen gehen
once wieder zurück. Jesus, du bleibst da. Und der Jesus, er spricht zu den Bedienungen. Hör mal gut zu. Füll Wasser in die Krüge rein, die leer im Keller stehen. Die Diener tun, was Jesus sagt, obwohl sie es nicht verstehen. Sie gehen, sie gehen, obwohl sie es nicht verstehen. Sie gehen, sie gehen, obwohl sie es nicht verstehen. Und Jesus kommt einmal her. Er segnet die Krüge. Geh mal zu den Krüge, mach so ein Kreuzzeichen wieder her, Pfarrer, genau. Und stell dir mal vor, aus dem Wasser wird guter Wein. Jesus hat ein Wunder vollbracht. Bei der Hochzeit zu Kana, er hat das Wasser zu einem guten Wein umgewandelt. Und die Bedienungen, sie teilen wieder den guten Wein aus. Aus Wasser und den guten Wein, der Wein ist gut und schön. Und jeder, der den Wein probiert, der lobt ihn immer mehr. Seht her, man lobt ihn immer mehr. Seht her, man lobt ihn immer mehr. Leute gefeiert. Die Bedienungen setzen sich wieder auf ihre Plätze hin. Die Krüge legen wir wieder auf die Seite. Bis in die frühen Morgenstunden wird gefeiert. Jesus hat sicher viel gelacht. Er hat vielleicht auch bei der Hochzeit zu Kana getanzt. Und er hat sich gefreut über die vielen glücklichen Menschen, die er bei der Hochzeit getroffen hat, mit denen er gesprochen hat. Am nächsten Tag aber, ganz in der Früh, da muss Jesus und seine Jünger schon wieder aufstehen und zu den nächsten Orten gehen. Und schaut mal her, wir brauchen jetzt heute die, wo am Boden sitzen, ja, der jetzt einmal mit den Händen auf den Boden. Zweimal Patschen am Boden und dann einmal Klatschen. Mama, Papa, Oma, Opa, die hier oben sitzt, Bedienungen, die auf die Stühle sitzt, stampf, stampf, klatsch. Stampf, stampf, klatsch. Und wieder jetzt Patsch, Patsch, Patsch.